Willkommen zurück, Freunde, zu Pokémon TCG Online. Wir spielen heute mit dem Psycho-Deck, denn ich habe ja im letzten Part habe ich ein paar schöne Karten gezogen. Ich hätte Tausch noch austauschen müssen. Die goldene Tausch rein. Scheiße. Ist aber egal. Habe ich jetzt nicht. Deswegen, nichtsdestotrotz habe ich aber mein neues Mewtwo reingepackt. Scheiße, ich wollte nicht anfangen. Nein! Mein neues Mewtwo reingepackt und ein zweites. Tatsächlich ein zweites Mega Mewtwo mit reingepackt. Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, mit Mega Mewtwo einfach durchzudrehen. Ihr kennt das System, ne? Ihr kennt das System, ja. So. Oh, da ist es halt schon. Da ist es halt auch schon. Ich raste aus. Was ein Gerät hier mit dem Splitterschuss und so. Was ein Gerät. Und im Schadenswechsel. Es ist der Wahnsinn. So. Wir gehen aber jetzt trotzdem mal auf dieses Mewtwo erstmal mit dem X-Ball. Weil warum nicht? So lange kam dieses Spiel ja halt auch nicht mehr. Umso mehr halt ein Grund, mal wieder zu sagen, ja, als ob ich konfusioniert werde. Aber wir können das Spiel halt an dieser Stelle auch schon beenden. Was ganz interessant ist. Gutes Match. Gerade sagen, du bist doch wohl down. Jetzt erzähl mir doch keinen Scheiß. Gewonnen! Yay! Das war schwer. Das war ein wahnsinnig schwieriges Match. War jetzt noch ein bisschen lucky, ne? Dass er halt nur das Trassler da hatte. Machst du nix. Kannst nicht viel machen. Okay. Gib mir meinen Points. Danke. Hallo. Dankeschön. Umso leichter der erste Kampf, umso schwieriger dann der zweite. Man kennt das, man kennt das. Wahrscheinlich werde ich gleich so easy weggewreckt wie nichts Gutes. Ja. Das ist doch das gewisse Deck, wo man nichts gegen tun kann. Ist es das oder ist es das nicht? Wir werden sehen. Hat auf jeden Fall viele verschiedene Sachen drin gehabt, deswegen das ist meist für mich ein Zeichen, dass es elendig wird. Aber gut. Wollen den Tag nicht vor dem Abend loben, nicht schon untergehen lassen. Seht ihr, da ist das zweite Mega Mewtwo, das ich habe. Das finde ich ganz gut. So, hier können wir auf jeden Fall mit Psycho-Prisma. Mit Psycho-Prisma können wir ja eigentlich schon ganz gut glänzen, ne? Wenn wir ehrlich sind. Das ist nicht so schlecht. Ja, und genau damit habe ich gerechnet. Wattzapf und Nachtwanderung. Und da kann ich nichts gegen tun. Das ist halt so das Ding. Der bumst mich da einfach easy weg. Und will jetzt erstmal ewig lange für seine Züge brauchen, weil er sich die passenden Karten holt. Aber, das ist halt kacke. Das ist halt kacke. Wir müssen hier Nachtwanderung. Dieser Angriff fügt 20 Schadenspunkte mal der Anzahl der Pokémon in deinem Ablagestapel die Nachtwanderung beherrschen zu. Das ist halt ein Problem, weil der wird irgendwann ganz viele... Oder der hat hier so jemanden, der kann wahrscheinlich die Attacke kopieren oder so. Aber wenn du es vor deinem Angriff kannst, wenn dieses Pokémon angelegte Karten abläuft, weiß ich nicht. Ja, ist halt auch schon das nächste. Ah, das ist halt riesengroßer Bullshit. Sag ich euch, wie es ist. Das ist großer Bullshit. Nichtsdestotrotz beginnen wir einfach mal. Und geben unser Bestes. Wir geben einfach unser Bestes. Wir schauen mal, wo das hin. Ich denke, es führt in eine dritte Runde. In ein drittes Match. Was passiert jetzt bei Nachtwanderung? Im Ablagestapel dürften ja eigentlich noch keine Nachtwanderungen sein, oder? 80 Schaden kriege ich. Die Frage nach dem, warum ich 80 Schaden kriege, man weiß es nicht. Ich heile den jetzt mal einfach, ne? Denke zwar, das bringt nichts. Hey. Schauen wir mal. Einer von denen ist down. Ich denke mal, dass der nächste mir gleich 100 Schaden macht. Vielleicht kommt er auch nicht mehr. Vielleicht gewinne ich ja doch durch irgendeinen richtig, richtig lucky Zufall. Wenn er jetzt keine Doppelenergie hat oder so. Mische zwei Basenergiekarten aus dem Ablagestapel in dein Deck. Okay. Ja, die ist dann halt wieder drin, aber kann er sich die holen? Das ist die andere Frage. Ja, kann er. Glaube ich. Keine Ahnung.
Was kann denn Senior und Junior? Hab ich mir noch nie so richtig angeguckt. Seine Karte nur dann spielen, wenn ein Pokémon das letzte Zug ist. Kampf. Rinder deckt nach 2 Karten und nimmt sie auf deine Hand und mischt sie. Achso, 2 Karten kann er sich einfach nehmen. Das wird die Doppelenergie sein und ich bin down, oder? Dieses Deck ist halt so. Ich finde dieses Deck so ranzig. Weiß ich nicht. Vielleicht versucht er jetzt noch irgendwie ein passendes Pokémon mit der Attacke auf den Ablagestapel zu kriegen. Ich meine, macht das denn so Spaß zu spielen? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass das großartig Spaß macht, mit dieser Nachtwanderung zu spielen. Es ist natürlich geil, dass man dadurch immer gewinnt, aber willst du halt wirklich nur deinen Wattzapf da hinlegen, eine Doppelenergie dran machen und dann immer gewinnen? Keine Ahnung. Wie spielt ihr das? Macht ihr das auch so? Habt ihr auch so ein Wattzapf-Deck? Findet ihr das gut? Weiß nicht. Und was kann man am besten dagegen tun? Das sind so doch die Fragen, ne? Das sind doch die großen Fragen, die uns im Leben beschäftigen. Ich habe kein geiles Pokémännchen. Und er sieht halt schon, was ich so habe. Flordeliszchan, Mega Mewtwo-Kun und Galagladi-San, Summer. Es ist eine Menge Scheiß, was ich hier habe auf der Hand. Richtig gutes Zeug eigentlich. Aber ich kann es nicht nutzen. Keine einzige Energiekarte. Dann würde ich sagen, ist das Miltank hier eine Opfergabe. Weil keine Energiekarte. Finde ich gut. Dann möchte ich das Mewtwo halt auch nicht hinlegen. Okay, an dem Miltank wird er sich ein bisschen die Zähne ausbeißen erstmal. Das ist gut. Wir haben Mega Mewtwo, wir haben dieses Mewtwo. Weil ich dieses Mewtwo wahrscheinlich nicht zu Mega Mewtwo machen werde. Glaub zumindest noch nicht dran. Aber wir werden sehen. Pokémon Fanclub ist eigentlich auch ganz geil, aber ich wäre erstmal. Ja, gerne. Ich habe auch einen Brief vom Professor. So. Den hatte ich, glaube ich, gerade gar nicht gesehen unbedingt. Ist da nicht ganz so das Problem. Dann hauen wir dich mal auf die Bank. Und. Gehen wir direkt hier drauf oder. Weiß ich nicht. Soll ich das da erstmal? Nee. Das Miltank. Das kann halt down gehen. Das ist irrelevant. Irrelevant. Absolut irrelevant. Wichtiger ist halt erstmal hier Mewtwo EX auf Schadenswechsel komplett hoch zu pushen. Vielleicht gehe ich dann doch auf Mega Mewtwo. Okay, er hat schon seine 30er-Attacke da fertig. Wow! Oh, es passiert was. Es passiert etwas. Mach keinen Mist. Eventuell. Wobei, dann entwickle ich lieber das andere Mewtwo. Mal gucken, vielleicht hole ich mir das gleich. Okay, es ist nichts passiert. Nichts ist passiert. Alles gut. Gut, dann holen wir uns mit dem Pokémon-Fanclub mal entsprechende Pokémänner. Und zwar hätte ich gerne Symbolara. Und dieses Mewtwo hier. Das finde ich ganz sexy. Polara. Mewtwo. Energiekarte. Splitterschuss. Angriff 30 Schadenspunkte. Mal der Anzahl an diesem Pokémon angelegten Energien zu. Ja. Das ist okay. Das ist voll okay. Pokémon Center Dame für den Fall der Fälle. Ich denke mal, er haut mich jetzt um. Kann das sein, dass er mich jetzt aus dem Leben haut? Nee, eigentlich nicht. Touchdown. Heile 20 Schadenspunkte bei diesem Pokémon. Okay, das ist eine starke Attacke. Plus Heal. Starke Attacke plus Heal. Ja, ist halt die Frage, ne? Was machst du? Geh halt nochmal in den Pokémon-Fanclub. Wir haben hier einen Trassler. Und. Gönne mir auch noch dich. Ist doch scheißegal. Ist doch scheißegal. So, das Problem an der Sache ist, aber eigentlich wollte ich dieses Mewtwo ja für was anderes nutzen. Jetzt das Ding, er haut den hier gleich um. Und danach müssen wir eigentlich zusehen, dass wir ihn one-hitten.
Und das müssen wir hier mitmachen. Fucking Mewtwo-Deck, Alter. Das müssen wir halt gleich damit machen. Das hat halt keinen Zweck. Er liegt halt auch noch nichts auf die Bank. Dementsprechend wird diese Runde wahrscheinlich auch gleich beendet sein. Außer er legt jetzt mal langsam was auf die Bank, weil sonst hat er... Okay, da kommen die Pokémänner. Wollte schon sagen. Oh, der hat so ein... Will dich vergiften, Arschloch. Die beider Spieler können sich während des ersten Zuges eines Spielers oder während des Zuges einem Spieler dieses Pokémon-Spiel entwickeln. Okay, schnellere Entwicklung. Einmal während des Zuges vor dem Angriff, beide aktiven Pokémon sind jetzt vergiftet. So eine Scheiße. Der hat bestimmt irgendeinen Scheiß, mit dem er mich dann one-hitten kann. Wäre so gut, wenn wir gleich einen Flordelis-Chan ziehen, um sein Pokémon-Kind da direkt nach vorne zu holen. Ja, Vergiftung. Ist schön. Soweit klar. Aber jetzt sieht die Welt halt ein bisschen anders aus, mein Freund. Ich habe hier seelische Grausamkeit am Start. Trassler. Können wir schon mal legen. Brief vom Professor können wir uns gönnen. Da nehme ich schon mal wieder direkt die nächsten Wow, den wollte ich gar nicht. Ist aber egal. Für den Fall der Fälle, dass ein EX-Pokémon an den Start kommt. Alter, gib mir direkt 30. Gib mir direkt 30 mit. Ich kann zweimal heilen. Ist halt auch nicht ganz so das Problem. Hier jetzt die falsche Energie. Ja, wobei, die falsche Energiekarte ist übertrieben. Ist übertrieben, wenn ich das so sage. Ist jetzt auch nicht so gefährlich. Du bist jetzt... Bis das Verteidigungspunkt noch 10 KP übrig hat. Oh, das ist so eine Ranzkacke. Okay, alles klar. Und er kann es einsetzen, plus mich vergiften. Bin gleich down. Scheiße! Scheiße. Jetzt haben wir... Achso, er vergiftet ja beide. Genau, okay. Das Doofe ist nur, wir können dagegen jetzt gerade nichts machen. Scheiße. Ich wusste halt nicht, dass Radikal sowas kann. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Vor allen Dingen, weil ich das auch falsch angelegt hatte vorhin. This is a very, very, very großes Problem. Werde jetzt halt gleich weiter opfern müssen. Es sind nur noch zwei danach. Danach muss ich dieses Radikal umhauen. Ja, gut. Hilft nichts, wir müssen gleich Energie ziehen. Ja, Energiekarten ziehen. Das ist das Ding. Wenn wir die ziehen, haben wir noch eine Chance. Ansonsten schwierig. Schwierig. Das Ding noch zu gewinnen. Aber wird generell, glaube ich, schwer. Wird generell, glaube ich, nicht so einfach. Durch diese Kombo da. Ja, davon hat er jetzt zwei. Das macht es nicht besser. Kein Fall. Ich weiß gar nicht, ob das so schlau ist, Trassa jetzt one zu hitten. Oh nein, Flordelis-Chan. Den holt er sich. Klar. Nein! Wir haben verloren. Das war's. Das war meine letzte Hoffnung. Krass! Ja. GG. GG, mein Freund. Good job. Ja, ist, glaube ich, egal, was ich tue. Ist, glaube ich, scheißegal, was ich tue. So oder so vorbei. Ja. Wir haben auch keine Energiekarte gezogen, somit haben wir verloren. Liebe Freunde, das war ein, ziemlich verlustreicher Tag hier in Pokémon TCG, kann man so sagen. Eventuell wird es morgen besser. Wir werden schauen. Bis dann und ciao.